Falls ihr auf der Suche nach sicheren und günstigen Shops seid, die PlayStation, Xbox Live und Steam Guthabenkarten anbieten, kann ich euch gerne meine zwei Sponsoren Gameladen und G2A empfehlen. Dort gibt es oft 50 Euro Guthabenkarten für 35 bis 40 Euro und dieser Preis ist unschlagbar. Die Links zu den Shops sind in der Videobeschreibung. Jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Yo, 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 was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Solo Unlimited Money Glitch Video auf dem Kanal. Der Glitch kommt von WFG und seinem Homie Speedzocker. Danke an die zwei, dass die den Glitch released haben. Und zwar benötigt ihr für diesen Glitch einen Bunker, einen MOC mit Fahrzeuglagerplatz. In diesem MOC muss das Auto sein, welches ihr duplizieren möchtet. Das muss unbedingt ein Auto von Bennys sein, weil alle anderen nicht verkaufbar sind. Ihr könnt die zwar kopieren und das Original verkaufen und die Kopie für euch behalten, aber mehrfach würde ich das nicht machen, weil ihr die Kopien einfach nicht verkaufen könnt. Hier ist die Liste von Bennys. Irgendwas von hier nehmen, am besten den LEG Retro Custom, genau der hier, nicht der, sondern ihr kauft den und rüstet den auf. Falls ihr einen schon habt, dann könnt ihr den natürlich benutzen und den müsst ihr in den MOC packen. Ich mache das jetzt kurz hier. Während die Liste kommt, rede ich noch weiter. Also ihr benötigt noch einen Nachtclub und der benötigt keine weiteren Garagen. Der Lieferanteneingang reicht schon, okay, der reicht schon. Und ich muss kurz jetzt ein Retro holen. Hier ist, glaube ich, einer, ja. Ob auf dem Retro ein iFood-Kennzeichen drauf ist, ist egal. Ihr könnt entweder eins drauf haben oder auch keins, ist einfach scheißegal. Und was noch wichtig ist, dass ihr im Lieferanteneingang vom Nachtclub einen kostenlosen LEG RH8 habt. Da habe ich, glaube ich, schon einen drin. Ich guck mal kurz nochmal. Ja, da ist einer drin. Da muss ein RH8 drin sein. So, mein Retro ist da. Den muss ich jetzt in den MOC fahren. Ach ja, was noch vom Vorteil wäre, ist, dass ihr ein CEO-Gebäude habt, damit ihr euch als CEO registrieren könnt und den CEO-Busat anfordern könnt, weil ihr dürft keine eigenen Fahrzeuge während dem Glitch benutzen. Entweder klaut ihr euch Straßenfahrzeuge und fahrt immer wieder vom Bunker zum Nachtclub mit dem Straßenfahrzeug oder halt mit dem CEO-Busat. Ich werde das hier im Video mit dem CEO-Busat machen. So, wir sind drin. Jetzt fahre ich das Auto in den MOC. Genau, ist egal, ob er voll oder leer ist. Jetzt muss ich zu Fuß aus dem MOC und aus dem Bunker. So, wenn ihr dann draußen seid, öffnet ihr das Interaktionsmenü. So, geht auf mobile Kommandozentrale und dann persönliches Fahrzeug anfordern. Kann ich gerade nicht. Wir hören uns, wenn diese Zeit abgelaufen ist. So, ich kann jetzt endlich mein persönliches Fahrzeug aus dem MOC anfordern. Das machen wir. Wir müssen dann in das Auto einsteigen und in den Bunker reinfahren und das Auto dort im Bunker abstellen. Nicht in den MOC wieder fahren, sondern nur im Bunker abstellen. Dann gehen wir zu Fuß raus. So, wir sind hier drin. Einfach irgendwo hin abstellen, zu Fuß raus. Jetzt ist wichtig, wie gesagt, ihr dürft jetzt kein eigenes Auto und auch keinen eigenen Heli benutzen aus diesem Menü hier. Ihr könnt ja auch hier, wo sind die denn, Luftfahrzeug, genau. Ihr könnt ja hier auch Sachen anfordern, das dürft ihr auch nicht machen. Ihr müsst euch jetzt entweder als CEO registrieren und euch einen CEO-Busat holen oder halt mit einem Straßenfahrzeug zum Nachtclub fahren. Wir machen das jetzt mit dem Busat. So, er wurde uns geliefert. Und wir hören uns, wenn ich beim Nachtclub bin. So, ich bin jetzt bei meinem Nachtclub angelangt und gehe zu Fuß rein. So, wir müssen jetzt an die Bar gehen. Ist egal, welche Bar. Dort werden wir jetzt glitchen. Dieser Part kann ein bisschen tricky sein.
Aber ihr werdet das schon hinbekommen. Übung macht den Meister. Also, wir gehen an die Bar, sodass wir oben links genau dieses Menü, um nach rechts auf dem Steuerkreuz zu drücken, bekommen. Jetzt müsst ihr die Options-Taste bzw. die Start-Taste auf der Xbox gedrückt halten. Sobald ihr sie loslasst, müsst ihr einmal nach rechts auf dem Steuerkreuz drücken. Ich probiere das jetzt. Mal gucken, ob ich das direkt hinbekomme. Nein, ich habe es nicht hinbekommen, weil das Menü nicht gekommen ist. Also nochmal, gedrückt halten, los. Jetzt hat man die Animation im Hintergrund gesehen. Jetzt habe ich es hinbekommen, okay. Wenn euer Charakter sich im Hintergrund bewegt, also ihr drückt Options bzw. Start, ihr haltet das gedrückt, ihr lasst die Starttaste los und sofort fangt ihr an, nach rechts auf dem Steuerkreuz zu spammen. Und wenn ihr dann merkt im Hintergrund, okay, er bewegt sich Richtung Bar, dann habt ihr das geschafft. Und wenn das dann bei euch so war wie bei mir, dann geht ihr auf Online, Criminal Enterprise Starter Pack, einmal drauf und jetzt wieder raus und dann nochmal raus, nochmal raus. Und jetzt habt ihr einfach das Menü die ganze Zeit. Ihr dürft nicht X bzw. A drücken, weil dann verkackt ihr. Okay, ihr müsst jetzt in euren Lieferanteneingang laufen. Also wir müssen jetzt hoch und dann nach links. So hinter der Tür. Und jetzt müssen wir zum Lieferanteneingang. Dort, wo der kostenlose RH8 stand. So, da unten müsste er sein. Ja, da ist er. So, ihr steigt jetzt mit Dreieck bzw. Y ein. So, und jetzt geht ihr in der Liste auf das letzte. Einfach Macbeth Whisky. Und jetzt werdet ihr diesen Whisky trinken. Und sobald ihr selbst verschwindet, ihr werdet durchsichtig, müsst ihr einfach nur Gas geben. Okay, einfach ein paar Mal Gas spammen. Also, ich trinke jetzt mit X bzw. A auf der Xbox. So, ich bin verschwunden, ich habe Gas gespammt und jetzt sind wir draußen. Dieser Screen wird ein bisschen länger dauern. Und dann sollten wir zu Fuß draußen spawnen. Genau, so. Und jetzt wieder, ihr dürft kein eigenes Fahrzeug benutzen, ihr dürft keinen eigenen Heli benutzen. Ihr müsst entweder einen CEO-Busat wie ich oder halt ein Straßenauto nehmen und jetzt zurück in euren Bunker. So, ich bin jetzt an meinem Bunker angelangt. Wenn ihr euch wundert, warum mein Heli nicht mehr raucht, ich bin abgestürzt und verreckt. Mal gucken, ob das trotzdem geht. Wir testen das jetzt einfach. WFG hat zwar gemeint, es klappt nicht, wenn man verreckt, aber mal gucken. Dann haben wir es direkt getestet, ob es trotzdem klappt oder nicht. Die Propeller haben einfach aufgehört, sich zu drehen, Alter. Und ich bin dann abgestürzt. Was ist da für ein Kennzeichen drauf? Moment. Wir gucken mal mit First Person. 60KET645. Also, wenn wir jetzt einsteigen, müsste sich das Kennzeichen ändern. Mal gucken, ob es geht, auch wenn man verreckt. Ja, es geht trotzdem. WFG, jetzt weißt du Bescheid, dass es auch geht, wenn man verreckt. Also, das müsst ihr jetzt abspeichern. Einfach wieder zurück in den MOC, so, und diese Meldung bestätigen. Das Auto aus dem MOC sollte jetzt im Nachtclub sein. Wir gehen da jetzt hin und wir hören uns, wenn ich dort bin. Ich werde diesmal mit einem Deluxo, glaube ich, fliegen, obwohl der Heli ist einfach immer noch da, eigentlich. Ja, ich fliege jetzt einfach mit dem Heli und nicht mit dem Deluxo. Wenn ihr jetzt das nächste Auto glitschen möchtet, müsst ihr das auch machen, was ich gerade mache. Okay, ich werde jetzt das nächste Auto einfach vorbereiten und vielleicht sogar glitschen. Mal gucken, ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt wird. Ich werde aber die ganzen Flüge und Loadings und so rausschneiden und wir hören uns, wenn ich wieder beim Nachtclub bin. So, ich bin da. Ich versuche mal hier zu landen, ohne zu crashen, wollte ich sagen. Und der wird gleich auch wieder in die Luft fliegen. Jetzt gehen wir wieder in den Lieferanteneingang und dort sollte jetzt auch ein Retro sein. Nachtclub betreten. Geht das hier? Ja, okay. Hier unter Geschoss 1. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Kurz zum Eingang hier und in den Dingsbums. Hä, wie komme ich denn da hin, Alter? Muss ich doch Nachtclub auswählen? Ich glaube schon. Ich wollte es eigentlich vermeiden,
direkt in den Nachtclub zu kommen. Ah, okay, wir haben es gefunden. Und ihr seht das. Hier ist das Originalauto. 60 KET. Hatte ich euch gezeigt. Hier das Kennzeichen nochmal. Und das solltet ihr jetzt woanders parken. Und hier wieder in den kostenlosen LG RH8 reinpacken. So. Hier habe ich welche. Okay, voll. Okay, machen wir. So. Hier einfach irgendein RH8 auswählen. Jetzt sollte der RH8 eigentlich unten sein. Wir gehen trotzdem mal runter zum Testen. Nein, falsch gewählt wieder. Ich verkacke gerade komplett, Alter. Was ist los? Okay, der Wagen ist hier. Und jetzt müsst ihr einfach wieder zu eurem Bunker und die Steps, die wir bis jetzt gemacht haben, wiederholen für das nächste Auto. Ich werde das jetzt nicht zeigen, weil ich keinen Bock habe, dass das Video zu lang wird. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Mein Opa kommt gleich vorbei, obwohl es schon hier fast 10 Uhr ist. Aber was soll's. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen, Alter. Verkauft die Autos nicht an einem Stück. Ein Auto pro Stunde, 8 pro 30 Stunden, dann seid ihr safe. Und ich würde mich über ein Like freuen natürlich, falls ihr das Video gefeiert habt. Ansonsten gibt's nichts mehr zu sagen. Wir hören uns mit dem nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.